bist, so wie du bist, so wie du bist. Und die anderen sind es nicht. Du bist perfekt, so wie du bist, einzigartig. Bleib so wie du bist. So. Hallo, ich hoffe, euch geht es gut. Wie ihr schon bei meinem Geschenke-Video gesehen habt, habe ich euch erzählt, dass ich für die Schule einkaufen gehe, und dies habe ich auch gemacht. Und jetzt werde ich euch mal zeigen, welche Schulsachen ich gekauft habe und was mir noch fehlt und whatever was. Ja? Also, das allererste, was ich zu Hause gehabt habe für meinen Sohn, war die Schultasche. So, ich mache sie mal kurz zu. Eine Transformers-Schultasche haben wir. So, jetzt zeige ich euch, was mal da alles drinnen ist. Was haben wir da? Das war ein 7-teiliges Set oder sogar mehr, weiß ich jetzt nicht. Eine Sporttasche von Transformers. Dann eine Trinkflasche war dabei. Die finde ich sehr praktisch und die gebe ich ihm auch mit für den Hof, weil in der Klasse kriegen sie ein, wie heißt das? In der Klasse kriegen sie Gläser. Finde ich gut. Dann gibt es da noch so ein Dings, für den Schutz, also für den Rucksack als Schutz, Regenschutz, Schutz. Dann machen wir das wieder auf. Natürlicherweise ein Federpenal. Da ist zwar schon was drinnen, nur das werde ich rausgeben, weil das braucht er nicht und die Stifte sind einfach nicht gut, meiner Meinung nach. Deswegen kriegt er neue Stifte. Ich habe Billigsdorfer Stifte gehabt, nur wenn du die einmal spitzt, bist du kaputt. Dann eine Schere, also nein, die Schere nicht. Und dann war halt noch diese Mappe dabei für die Hefte und so weiter, das finde ich gut. Braucht da eh eine Heftmappe? Ja. Was hat er da noch? Kriege ich die eigentlich da rein? Nein. Eine Heftmappe. Dann hat er da hinten noch so ein Fach und natürlicherweise so ein Adressdingsbums. Das war die Schultasche und für die Schultasche habe ich 124,85 Euro bezahlt. Gut, gell? So, heute war ich einkaufen beim Libro. Also dieses Federpenal war auch noch dabei, also Schüttelpenal brauchen sie auch. Und heute war ich halt beim Libro einkaufen und habe, glaube ich, schon fast alles gekauft, was er braucht. Ja, was ich eigentlich nicht wollte, aber ja. Was habe ich gekauft? Diese Stifte. Jolly Superstar Duo, dick, dünn, eine Seite dick, eine Seite dünn. 24 Stück. Das Problem ist, auf dem Zettel steht 10 bis 12 Stifte. Das heißt, ich suche die Grundfarben raus.
die was er wirklich braucht, und dann gebe ich ihm noch so ein paar Farben mit. Das ist einmal das. Dann habe ich gekauft Uhu-Sticks. Das ist eine Packung mit 8 Uhus. Braucht man eh, meiner Meinung nach. So schaut das aus. Dann insgesamt 3 Scheren. Die kommt in die Schultasche, die für zu Hause, weil er hat ja nicht so viele, wisst ihr eh. Er ist ja ein armes Kind. Er hat ja nicht so viel. Ja, okay. Das habe ich auch gekauft für Abend zum Lesen. Paw Patrol, Hefte, schneller als die Feuerwehr, der Stromausfall, die Zugrettung, Fellfreunde auf den Trockenen und noch so ein Rätselheft für meinen Sohnemann. Das müssen wir auch noch machen. Okay. Dann Jolly. 48 Stück, da werde ich ihm die Grundfarben raussuchen und seine Lieblingsfarben. Das sind nämlich Gold und Silber. Die müssen dann sicher hinein. Bei der Schultasche war dann auch noch das Lineal dabei, Transformers, das braucht er auch. Dann einen Dosenspitzer. Bleistifte. Ich habe jetzt die 2,5 ist gleich AB genommen, weil ich nicht wusste welche, und es ist auch nicht gestanden. Dann habe ich mir noch zum Beschriften der Sachen sowas mitgenommen. So kleine, dünne Etiketten. Da schreibe ich seinen Namen und die Klasse drauf. Und ein Klemmbrett hat mein Kind auch gebraucht. Für was sie ein Klemmbrett brauchen, habe ich null Ahnung. Aber ja, bitte. Weiß ich nicht, warum. Das ist das, das ist das, das ist das, das sind die Stifte, die Scheren, und dann hat einen Kass-Werkkoffer gegeben. Ja, einen Kass-Werkkoffer. Da haben wir dann schon einen Wasserbecher, eine Schere, ein Farbset von Jolly, und da ist auch gleich eine Deckfarbe dabei, ein Uhu, alles Kleber, hat genau den wollten sie, ich habe gleich einen großen genommen, weil ein Angebot war, und natürlich Pinseln. Pinseln. Ja, das war eigentlich das schon, was ich gekauft habe. Ich habe eigentlich schon fast alles, bis auf ein paar Sachen. Also ein paar Sachen ist übertrieben. Ich habe eigentlich schon fast alles. Moment, nicht runterfallen.
So, was habe ich hier? Wenn ich wüsste, wie mein Kuli ist. Auf den Zettel ist gestanden. Eine leichte feste Schultasche, eine Heftmappe, ein Federpinal, 2 bis 3 Bleistifte, Buntstifte, ca. 10 bis 12 Farben, ein weicher Radiergummi, ein kleines Lineal kann ich jetzt auch schon abpacken, weil das haben wir auch schon. Ein Schüttelpinal, Filzstifte, ca. 10 bis 12 Farben, ein Uhu-Stick, gut schneidende Schere, Linkshänder, entsprechende Schere, Dosenspitzer, Wiederbefüllfahre, Wasserflasche, Wiederbefüllfahre, befüllbare Jausenbox für eine gesunde Jause. Da überlege ich nämlich noch, es gibt ja die BenQ Jausenbox, die was fest verschlossen ist, mit 5 Abteilungen in dieser Box, aber nach Amazonas Bewertungen soll die ja nicht wirklich jetzt gut sein. Nach 6 Wochen ist sie hin, jetzt überlege ich noch, ob ich mir diese kaufe oder eine andere. Für einen Werkkoffer, also einen Werkkoffer haben wir schon, Wasserfarbe mit Haar- und Borstenpinsel, Deckwärts, Malbecher. Uhu, alles Klebe, flinke Flasche mit schwarzer Rand, Hammer. Gut schneidende Schere. Turnsackerl, Hammer. Dazu brauchen wir noch eine Turnhose, Leibchen und Gymnastikbatschen. Ein paar Hausschuhe ist auch logisch. Das kann ich aber erst kaufen Anfang, Ende August, weil er wächst ja bis dahin noch ein paar Zentimeter. Und das heißt, das werde ich Anfang August, Ende August kaufen, weil soll ich mir dann wirklich passen. Einen Ordner A4 5 cm breit mit 2 Löchern. Ein Klemmbrett A4 und eine Box Taschentücher. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch ein paar Hausschuhe kaufen, den Ordner A4, Turnhose, Leibchen und eine Box Taschentücher muss ich noch kaufen. Dann wäre es mit dieser Liste fertig und ich habe alles. Ja, wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht so viel kaufen, aber jetzt fehlen mir 1, 2, 3, 4 Sachen und ich bin fertig, habe alles. Ich werde in der Zwischenzeit auch schon anfangen mit den Beschriften, mit den alles Beschriften, alles ankleben, mit seinem Namen, mit seiner Klassennummer. Dann kann die Schule kommen. Aber was ich euch noch sagen wollte, ich beim Libro, weil ich ja Libro-Gutscheine bekommen habe, beim Libro habe ich 85,03 Euro bezahlt. Das heißt, ungefähr so um die 38 habe ich draufzahlen müssen. Beim Müller, wo ich die kleinen Sachen gekauft habe, wie Deckweiß und so weiter, weil es dort in einem Angebot war, 24,50. Alles zusammen, Schultasche, Müller, Libro, habe ich bis jetzt 234,38 Euro gezahlt. Aber das war's noch nicht. Denn ich muss noch ein Gewand bestellen für die Schule. Ich meine, er hat jetzt zwar Gewand, aber das wird ihm, glaube ich, bis September dann nicht mehr passen. Das heißt, ich tue ihn komplett neu einkleiden in der nächsten Größe, was ich eh schon mache, langsam die Sachen kaufen. Er bekommt dann noch neue Schuhe.
weil September dann, wie ich sehe, schon wieder Winter. Neues Gewand, neue Jacken, Regensachen, blabliblub, das kaufe ich alles auch erst im August. Und dann, was halt die Schule noch möchte. Schule hat gemeint, das kostet so um die 40 Euro, was ich nicht glaube. Das wird sicher ein bisschen mehr werden. Und ja, aber so im Großen und Ganzen, sage ich jetzt einmal, haben wir fast alles. Wenn ich das nächste einkaufen gehe, werde ich euch Bescheid geben. Und ich sage mal jetzt tschüss. Wie viel habt ihr beim Schulanfang bezahlt? Gehen eure Kinder in die Schule? Könnt ihr mir eine coole, gute Jausenbox empfehlen? So wie die Benko oder wie die jetzt heißt, oder Penito, keine Ahnung. Sagt's mir bitte. Wäre ich ganz froh, wenn ihr mir eure Erfahrungen macht, wenn ihr auch dieselbe Jausenbox habt. Ich schreibe es euch unten hin, wie die heißt. Ob ihr damit zufrieden seid, ob ihr, ja. Ich sage mal tschüss, das war's, tschüss. So wie du bist, so wie du bist. Und die anderen sind es nicht. Du bist perfekt, so wie du bist, einzigartig. Bleib wie du bist, so wie du bist, so wie du bist. Deine Zeit, ja, sie kommt gewiss.